Vielleicht einen Moment bitte, bis etwas Ruhe einkehrt. Ich denke, wir können starten, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat sind viele Verbände angehört worden und es hat entsprechende Stellungnahmen gegeben. Und was wir dem entnehmen können, ist, dass im Großen und Ganzen doch ein sehr positives Echo von den Verbänden abgegeben wurde. Die Arbeitsgemeinschaft Kommunaler Spitzenverbände hebt heraus, dass es eine Beschleunigung gerade auch bei Raumordnungsverfahren und ähnlichen Verfahren geben soll und sieht es auch positiv, dass die Auslagestellen und das aufwendige Verfahren reduziert wird. Kollegin Staudt hat ja eben die Umweltverbände angesprochen, aber auch beim Labün sehe ich eigentlich im Grundtenor doch eine sehr positive Stellungnahme. Auch dort wird begrüßt, dass die elektronische Form möglich ist, auch bei den Antworten. Und es wird sicherlich gesagt, dass die Bekanntmachung in Tageszeitungen auch wünschenswert wäre. Sie haben ja gemeint, wer liest schon das Ministerialblatt? Das sehe ich ähnlich, ich jedenfalls nicht regelmäßig. Aber die Umweltverbände, liebe Miriam Staudt, die Umweltverbände, die sind so fit jedenfalls bei uns. Ich glaube, die lesen es ganz bestimmt und die werden im Zweifelsfall auch das weiterleiten. Also auch da ist keine Ablehnung erkennbar. Es wird ja sogar das Beteiligungsverfahren um 2 Wochen verlängert. Auch das wird da natürlich positiv aufgenommen. Insofern, denke ich mal, ist jede Möglichkeit gegeben. Die Industrie- und Handelskammer. Die Industrie- und Handelskammer begrüßte die zügigen Planungsprozesse oder sagt, dass zügige Planungsprozesse ein wichtiger Standortvorteil im Wettbewerb sind und dass eine positive Entwicklung der Wirtschaft, dass das dafür eine wichtige Grundvoraussetzung ist. Und die sagen, das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung ihrer Meinung nach. Und sie hoffen, dass da weitere folgen. Wir erleben doch in allen Bereichen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens, in allen Bereichen, wo wir Dinge fortentwickeln wollen, dass wir durch eine sehr hohe bürokratische Regelungsdichte regelrecht gelähmt sind. Und deswegen kann man diese Stellungnahme aus unserer Sicht nur unterstreichen. Schnelles Internet in der Fläche ist dann natürlich eine Grundvoraussetzung. Kollege Schmiedeke hat das genannt. Die Landwirtschaftskammer verweist noch mal darauf, dass die sehr regional unterschiedlichen Aspekte berücksichtigt werden müssen. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, ein positives Feedback. Und liebe Kollegin Staudt, natürlich soll eine Beschleunigung ohne dabei zusätzliche Fehler zu machen stattfinden. Das ist doch gar keine Frage. Aber dass hier in Hektik verfallen würde, die dann Fehler geradezu heraufbeschwören würde, das kann man, glaube ich, wirklich nicht konstatieren. Insofern etwas zügigere Verfahren zum Wohle der Menschen und der Entwicklung in diesem Lande, das ist sehr begrüßenswert. Deswegen werden wir dem zustimmen.